Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen, immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Verdammt, Bailey. Vergesst immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Cockpit, hier Sicherheitsabteilung. A4 ist nicht zum Schichtwechsel erschienen. Ist Bailey noch oben bei euch? Hier ist alles noch. Nö. Er ist vor ein paar Minuten raus. Vielleicht macht er eine Zigarettenpause. Sie klingen mir nicht bekannt. Er ist am Steuerruder. Beschäftigt. Steuert das Schiff. Ich schicke jemanden zu Bailey. Wenn das alles ist, wir müssen zurück an die Arbeit. Bis dann. Na gut. Scharfschützen in Blackrock. Unser Lord Hastings dürfte so klug wie zuvor sein. Thank you.
Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan. Recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt. Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreichen. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, weil es die Situation erfordert. Wir fahren den Plan fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. In der Tat. Halten mich auf dem Laufenden. Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Dreh dich, ich sehe nichts. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Ein Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weitersuchen. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Waffe geladen. Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen, braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Verdammt!
verfluchter Mist! Wahnsinnige. Brandwaffen an Bord eines Luftschiffs? Bastarde. Widerstand. Wie viele von denen sind auf dem verdammten Schiff? Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Eimer! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lasst sie nicht entkommen! Wir haben einen Notfall. Wiederholen. Ich habe einen der Rebellen erwischt. So, halt dich fest. Ich bin gleich bei dir. Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln. Wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Oh, verflucht. Okay, bin unterwegs. Findest du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen. Oder des Ordens! Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Izzy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy! Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und eine Komplizin versuchen, einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Ich bleibe hier. Versuch, zum Waffenlager zu kommen. Alle Adligen sind fort. Wiederhole.
Alle Artlings sind von Bord. Kompaniepersonal, kommen Sie zu den Rettungsbooten. Küchen und Rettungsbooten weisen Sie vor Ort. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Feiglinge. Nehmt euch, was ihr braucht, und dann weiter. Der Quartiermeister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen! Nimm die Tür, ich gebe Deckung. Sollte sich die Situation verschlimmern, werden die verbleibenden Passagiere am nächstgelegenen Halteturm. All das, um einen Mann zu töten. Die Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Erledigt. Rebell erledigt. Sicher. Weitergehen. Wir müssen die zweite Bombe finden. Sicher, wir müssen das Ziel verfolgen. Er muss hier durchgegangen sein. Ich hab's! Chris, kommst du hindurch? Ich schätze schon. Pass auf! Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein!
Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Was ist los? Jetzt startet uns die Explosion ganz schnell. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Idiot! Sei voll! Tun Sie, was Sie können, Maki. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson. Hören Sie auf mich, Mann. Geben Sie auf. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind. Beweisen Sie das. Stopp diesen Wahnsinn. Nein. Nicht, solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann. Werden Sie nicht. Dafür sorgen wir. Es ist zu spät. Sebastian? Freund. Sie müssen das nicht tun. Egrain ruft Percival. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Gray, Sebastian, meldet euch. Bitte. Ja.